Und damit herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Und wie man sieht, an meiner rechten Seite befindet sich das sogenannte Wasser. Und dieses Wasser ist ein See, der sogenannte Bleibtreusee. Und ich freue mich riesig, dort heute mein neues Boot auszutesten. Ich bin schon gespannt, wie das ist. Also der Transport in Bus und Bahn hat schon mal super funktioniert. Hab alles auf dem Rücken getragen, noch eine kleine Zusatztasche. Die Temperaturen sind ziemlich kalt. Dementsprechend habe ich heute auch meinen Trockenanzug dabei. Und ja, ich freue mich einfach, dieses neue Kajak auszuprobieren und bin schon ziemlich gespannt. Ich möchte das neue Boot austesten. Ein sehr kleines, einsteigerfreundliches Boot. Und zwar möchte ich einige Tests machen. Das hier ist nur der erste Test. Erstmal mich selber mit dem Boot ein bisschen vertraut machen. Auf ruhigen Gewässer, auf einem See. Mal schauen, wie der Geradeauslauf ist, wie der Aufbau ist. Und ein ganz besonderes Feature hat dieses Boot, was ich euch jetzt schon mal verraten kann. Und zwar hat es den sogenannten Drop-Stitch-Boden. Das ist so die neueste Technologie, die eigentlich mehr bekannt ist beim Sub-Paddeln, also diese Stand-Up-Paddler, die stehen ja auf dem Board und das Material wird mit sehr viel Luftdruck aufgepumpt und dementsprechend kann man auf so einem Drop-Stitch-Subboard stehen, ohne dass das Material nachgibt. Und diese Technologie findet auch immer mehr Einzug in die Kajak-Szene. Und dieses Kajak hat jetzt diese neue Technologie, allerdings nur auf dem Boden. Rechts und links die Kammern, die Seitenkammern sind mit normalem Luftdruck gefüllt. Das soll angeblich, was ich gleich sehen werde, für sehr viel Kippstabilität sorgen. Also was ich schon mal gut finde, ist dieser Transportsack, die Transporttasche, sehr, sehr geräumig. Also ich habe da im Prinzip alles drin, bis auf Trockenanzug und Schwimmweste habe ich hier drin. Die Luftpumpe tun wir mal auf Seite. Hier noch Flickzeug, hier der Sitz, hier der Schlauch, die Finne und was ich auch gut finde, an der Seite hat das noch hier so eine Tasche, wo man super gut sein vierteiliges Paddel reinstecken kann und zusätzlich hier noch zumachen kann. Also befestigen kann. Okay, jetzt kommt das gute Stück, das Boot raus. Ah ja, Fußstütze hat das Ganze auch noch. Hab das Ganze zu Hause einmal schon aufgebaut. Aber machen wir jetzt auch zum Herzeigen. So, die Taschen legen wir mal auf Seite. Okay, das ist das Boot. Von der Größe erinnert es mich an mein allererstes Kajak, was ich mir damals zugelegt habe, und zwar an das Scoopy 1 von Nautic. Ist ein Einsitzer. Dieses Modell gibt es aber auch als Zweisitzer und als Dreisitzer. Ist schon eine große Pumpe bzw. lang, die ich zu Hause habe. Von Nautic ist etwas kürzer, aber ich wollte das heute mal so aufbauen und so herzeigen, wie es auch mitgeliefert wird, also im Umfang vorhanden ist. Als erstes pumpt man den Bootsboden auf. Und zwar steht hier drauf 10 PSI. Das ist eine ganze Menge. Und ansonsten die Seitenschläuche 3 PSI. So, ganz üblich, man steckt es rein. Das ist der Vorteil an einem reinen Luftboot. Man muss im Prinzip nur Luft hinzufügen. Okay, nachher mit dem Sitz muss man noch etwas justieren. So, jetzt pumpen wir das ganze Ding mal auf. Oh, da geht das Ding schon fliegen hier. Aber wenn man das ordentlich festmacht, dann bleibt er auch am Ventil, der Schlauch. Eben, und zu Hause ist mir das ein paar Mal beim Aufpumpen rausgesprungen. So, ein ordentliches Brett. Jetzt merkt man schon, wie das ziemlich schwer wird. Hier muss man jetzt schon ordentlich Luft reindrücken. Wie gesagt, dieses Drop-Stitch-Material wird mit einem sehr hohen Luftdruck
aufgepumpt. Bin jetzt bei 8. Wir nähern uns der 10. Also das fühlt sich jetzt, ich kontrolliere nochmal, das fühlt sich jetzt schon so an. Ja, ich bin jetzt bei 9. Ich lasse es mal bei 9, sicherheitshalber. Zack. Und jetzt die Seiten kann man aufpumpen. Die mit sehr viel weniger Druck im Vergleich zum Dropstitch-Boden. Also hier 3 PSI. Auch wieder hier, wie immer, bei diesen Ventilen darauf achten, dass halt der Stift nicht reingedrückt ist, sondern rausgedrückt ist beim Aufpumpen. Denn wenn man den Schlauch wieder rausnimmt, wenn man fertig aufgepumpt hat, soll ja die Luft drinne bleiben. Deshalb Stift immer nach oben. So, jetzt die Seitenkammern. 3 PSI kann ich hier wieder an der Luftpumpe super kontrollieren. Gut, die Luftpumpe ist etwas größer. Dafür, wie man sieht, geht auch schnell Luft rein. Ich meine sogar, es wäre eine Double-Luftpumpe, also beim Runterdrücken und beim Hochziehen. Jetzt muss ich gucken. Oh, ich bin schon auf 3 PSI. Super. Zack, Ventil schließen. Seht ihr, so schnell geht das bei einem reinen Luftboot. Okay, jetzt ist das Boot vollständig aufgepumpt. Jetzt fehlt nur noch der Sitz und die Fußstütze. Hier habe ich jetzt den Sitz in der Hand. Hier sind insgesamt 4 Karabiner. Die befestigen wir jetzt am Boot an den sogenannten D-Ringen. So, die Karabiner kommen hier vorne dran. Die unteren Karabiner hier. So, dann kann man das hier noch alles auf Spannung bringen. Zack. Hier kann man wunderbar auch, wenn man im Boot sitzt, noch mal nachjustieren an diesen Spanngurten hier. Okay, da kann man, da werde ich schon mal schauen, wie ich das am besten hinkriege, dass der Sitz auch waagerecht bleibt. Aber ist ja erstmal der erste Test hier. Jo, jetzt die Fußstütze. Auch sehr simpel alles gehalten. Einmal nach hinten binden. Okay, die Finne habe ich jetzt auch montiert. Einfach reinschieben und dann mit so einem Splint sichern. Okay, ich bin 1,80 groß und wie man sieht, passe ich gut rein. Sehr gut sogar. So. Also ich paddel mit einem Paddel, was 240 cm ist. Das Teil läuft sehr gut geradeaus. Also ich drifte noch gar nicht ab. Und dabei ist das ein sehr kleines Boot. Wahnsinn, ich drifte immer noch nicht ab. Und beim Paddeln tänzelt es auch nicht unbedingt sehr stark hin und her. Ah, herrlich, der schönste Moment, wenn man anfängt zu paddeln. Ich habe mir zwar jetzt noch Handschuhe mitgenommen, die wasserdicht sind, aber noch brauche ich die gar nicht. Wow, sehr schön. Der Geradeauslauf gefällt mir schon mal wirklich sehr gut. Wahnsinn. Man muss ja immer bedenken, das Boot ist nicht wirklich groß oder beziehungsweise lang. Aber dafür super. Wie an der Schnur geführt. Top. Die Kippstabilität. Ja, muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das Ding ist super kippstabil. Also der allererste Eindruck, ich bin bis jetzt echt noch nicht so viel gepaddelt, aber ich bin schon erstaunt darüber, wie gut geradeaus das läuft. Also das kann schon mit dem Hybridboot, mit dem Luft- und Faltboot Scooby, was den Geradeauslauf betrifft, boah, ich würde sogar sagen besser, das driftet einfach nicht ab. Wie an der Schnur geführt. Wahnsinn. Wie gesagt, die Finne ist montiert. Dann hat das Boot noch vorne und hinten läuft das spitz
zu und ab. Das ist auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein Grund, warum das so gut geradeaus läuft. Ja, und dann noch halt Dropstitch. Der Sitz, gut, muss ich noch länger testen. Aber im ersten Moment finde ich ihn bequem. Man sitzt sehr waagerecht drinne, also sehr gerade. Hier mit der Fußstütze kann ich mich wunderbar abdrücken beim Paddeln. Ich mag es ja auch manchmal total, auf dem See zu paddeln. Muss nicht immer Wildwasser, Action und schnell reagieren. Ich mag es auch manchmal super gechillt, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ah, da geht noch was, da geht noch was. Ich weiß nicht, irgendwie sind mir die kleinen Boote schon sympathisch. Ich habe zwar auch das ganz große, das Gomotex Sea Wave, aber das immer im Bus und Bahn mit zu transportieren, das ist schon eine Challenge, eine kleine. Habe ich auch festgestellt. Da weiß man auf jeden Fall, was man hat, wenn man so ein kleines, leicht zu transportierendes Boot hat. Und das ist etwas, was mich sehr freut, und zwar passt der Eckler Beach Rolli, man kann schon sagen, mein bester Freund, hinten mit drauf. Und unterm Eckler könnte man dann auch noch eine 30 Liter wasserfeste Tasche verstauen. Genauso wie man das vorne kann, auch eine 30 Liter feste Tasche kann man vorne verstauen. Und ja, wunderbar. Beim Scooby musste ich ja damals die ganzen Gepäcktaschen aufs Verdeck sozusagen legen, denn ins Boot hat es nicht gepasst. Hier ist es so, dass es auch ins Boot vorne und hinten reinpasst. Ich würde aber sagen, dass auch 230 cm funktioniert. Kommt aber auch darauf an, wie groß man ist. Aber es gibt auch von Arts Outdoors das entsprechende Paddel, was auch optisch dazu passt. Und zwar von Ecstasy, auch alles passt dazu, auch rot und schwarz und ein bisschen grau. Und dieses Paddel eignet sich wunderbar für Paddelanfänger, denn dies kann man verstellen auf 240 bis runter auf 230. Also hat man da auch noch ein bisschen, wo man was variieren kann. Und den Winkel kann man an diesen Paddeln natürlich auch dann einstellen. Ich hatte die Paddel selber so lange, bis ich sie leider verloren habe. Habe mir dann dieses Paddel geholt. Und ja, deshalb benutze ich jetzt das und nicht das, was auch dazu gehört. Das Paddel ist aber nicht beim Lieferumfang dabei. Das muss man sich separat dazu holen. Ja, ansonsten gibt es dieses Boot auch noch in eine andere Farbe. Das ist so gelblich, oder man kann schon sagen, so ein bisschen grünlich, auch so schwarz, und dann sticht dieses grüne Gelb so ein bisschen hervor. So wie die Tasche habe ich euch eben auch gefilmt, kann ich euch jetzt noch mal einblenden. So dieser Farbstil hat auch das Boot. Und das Boot gibt es als Einer, als Zweier. Bei der Zweier-Version habe ich auch mal nachgeschaut. Dort kann man entweder zu zweit paddeln, ist klar, oder man kann auch die Sitze oder beziehungsweise dann den Sitz so justieren, dass man es auch alleine paddeln kann. Also man kann den Sitz beim Zweier dann auch mittig justieren. Eignet sich dann auch auf Solotouren, wenn man dann mal eine große Gepäcktour vorhat, hat man den entsprechend natürlich viel mehr Platz. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass ich hier auch mal eine Gepäcktour mitmachen kann, denn wie gesagt, vorne hinten ist genug Platz für zweimal 30 Liter, also einmal 30 Liter vorne, einmal 30 Liter hinten, plus Eckler Beach Rolli, passt alles super. So, ich laber hier ohne Ende. ja. Ah.
ja, das ist dann sozusagen die Taufe für meine Boote immer, hier auf dem Bleibtreusee. Kann ich auch immer jedem nur empfehlen, erstmal sich ein bisschen vertraut machen mit dem Boot auf einem See. Natürlich am besten, wenn das Wasser angenehme Temperaturen hat, aber ich trage hier einen Trockenanzug. Von daher ist es okay. Was kommt denn da? Ein Ast. Aber auf einem etwas wilderen Fluss, auf spritzigen Gewässer, macht es natürlich Sinn, die Finne abzumachen. Dadurch verliert man wahrscheinlich etwas am Geradeauslauf, aber dafür gewinnt man etwas Agilität. Und die braucht man auf einem Fluss, wenn man schnell auf Hindernisse reagieren muss oder möchte. Ja, es ist ein sehr, sehr solides Kajak, was sich in erster Linie an den Kajak-Neuling richtet. Das sagt auch der Preis, also ist sehr moderat. Ich meine 550, oft auch mal reduziert bei Arts Outdoors. Ihr findet die Links unter dem Video, in den Kommentaren und in der Beschreibung. Ich freue mich super, dass ich dieses Boot zur Verfügung bekommen habe, um euch das ein bisschen näher zu zeigen, vorzustellen und zum Testen. Hier sieht man, hier gibt es 4D-Ringe, auch hier wieder mit diesem Spanngurt. Kann man auch noch eine Regenjacke befestigen, oder? Und hinten genauso. Und hinten kann man diese D-Ringe auch nutzen, um den Eckler Beach Rolli zu befestigen. Außerdem hat das Boot hinten noch eine Lensöffnung. Wie man sieht, das ganze Boot kommt ohne Verdeck daher, aber dafür hat es hinten eine Lensöffnung, die man aufschrauben kann. Also wenn da mal Wasser reinkommt, beim Regnen oder beim Wildwasser, wie auch immer, dann kann man einfach das Boot umkippen und das Wasser entsprechend an der Lensöffnung rausgießen. Also es ist sehr kippstabil und das ist cool, vor allem auch wenn man gerne filmt, dann kann man auch mit dem Camcorder das Bild mal sehr gut und sehr gerade halten. Ja. Und es gibt halt überhaupt nicht nach, das ist einfach wie ein Brett, dieses Drop-Stitch-Material. Uppa! Okay, cool. Das hier ist auch das erste Video von meinem neuen Format. Und zwar möchte ich generell jetzt öfters mal ein paar Boote testen, kennenlernen, um einmal Erfahrung für mich zu sammeln, um meinen Paddelhorizont zu erweitern. Und diese Erfahrung möchte ich auch mit euch teilen. Ich denke mal, das ist doch eine interessante Sache für alle Parteien. Ich habe da mit einigen Firmen geschrieben und ja, mal schauen, was daraus wird. Freue mich auf jeden Fall schon mal, dass es hier mit diesem Boot geklappt hat, denn dieses Boot hat mich schon seit längerer Zeit interessiert, vor allem weil ich mich auch für diese Drop-Stitch-Technologie interessiere. Zum ersten Mal habe ich mich damit beschäftigt, da hatte ich mir das große Gomotex Sea-Rev gekauft, zugelegt und ich stand dann zwischen der Wahl zwischen den Sea-Rev und den Wash. Das Wash hat halt auch diese Drop-Stitch-Technologie. Aber im Einstiegssegment diese Technologie zu finden, ist natürlich auch interessant.
Wie sich das Material, wie sich jetzt diese Technologie in lange Zeit so verhält, das kann ich natürlich jetzt auch noch nicht sagen. Aber ich werde berichten. Und auch nach diesem Boot habe ich schon ein Packraft, was ich auch mal wieder ausgiebig testen möchte. Da gibt es immer mehrere Videos, genauso wie von diesem Boot es jetzt auch mehrere Testvideos es gibt. Heute, das war jetzt das Testvideo auf einem ruhigen Wasser. Erstmal vertraut machen, wie gesagt, hier auf dem Bleibtrausee erstmal die Taufe. Also ganz ehrlich, mein Ersteindruck, für den Preis solides Fahrwerk unterm Hintern. Also man gewöhnt sich sehr schnell an das Boot. Man kann sich sehr schnell an das Boot gewöhnen. Man kann es auch schön etwas kanten. Also ich bin echt zufrieden, kann man nichts sagen. Letztes Jahr lagen hier auf dem Baumstamm Muscheln. Ich kenne hier schon jeden Baum, jeden Stamm. Ah, ich würde jetzt sagen, hier mit der Finne komme ich gar nicht durch. Oder? Testen wir mal. Ah, jetzt kratzt, ein bisschen kratzen tut es jetzt schon. Aber ich komme durch. Okay. Okay, und jetzt nehme ich das Paddel weg. Ich mache auch nichts mit den Hüften. Und jetzt sollte ich mal abbremsen. Also ich denke, das war jetzt ein gutes Beispiel, um euch auch den Geradeauslauf zu zeigen auf dem Wasser. Ja, und jetzt fahren wir mal ganz schnell an die Kamera vorbei. Erstmal rückwärts paddeln. Und dann gehen wir mal Vollspeed. Okay, und ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle. Ich habe jetzt meinen Ein- und Ausstiegspunkt wieder gefunden. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Es geht demnächst munter weiter, mit Sicherheit auch mit diesem Boot. Die Testphase geht weiter und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wo ist Sven? Okay, bis dahin, hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ooh.